Ja, moin, hier ist Dr. Du. So, was war bei mir los in der Werkstatt? Tipps und Tricks, neueste Informationen dazu. Und ich habe mal vorne in den Frank geguckt. Da schauen wir auch mal rein. So, Spritzwasser, Batterie, Bremsflüssigkeit. Hier, Hochvoltkabel, die Orangen, die ganze Ladeelektronik, Spannungswandler. Dann haben wir hier Kühlflüssigkeit für, tja, gute Frage, 5 PSI Druck ist da drauf. Vielleicht für einen Akku, kann sein. Ne, was haben wir noch? Hier ist noch so eine Art Steuerbox. So, gucken wir runter. Dann sehen wir dort so eine kleine Pumpe, irgendwie was. Und hier ist ja das große Lüfterrad mit dem Kühler für die Klimaanlage. Beziehungsweise vielleicht auch für die Kühlung des Akkus. Das heißt, es wird gewisse Kreisläufe, die hier drin sind. Ja, da ganz unten seht ihr den Elektromotor. Ne? Das Spritzwasser hatten wir schon. Ne? Aber weil hätte man doch einen Frank noch verbauen können. Ne? So, und richtig für zum Aufmachen hier, den muss man hier zur Seite schieben, den kleinen Haken. Von innen drin zeige ich auch noch mal, wo der ist. Und zwar gibt es hier das Zeichen Kofferraum und hier ist der Haken drunter. Hier. So. Wenn wir ihn zumachen, ne, dann seht ihr hier, der rastet dann hier ein. So ist er quasi, wenn er auf ist. Und dann müsste ich den hier nach links drücken. Dann kriegt er ihn auf. Und wir machen jetzt mal zu. Zack. Ja, das Auto schön gewaschen und nun poliert. Und jetzt strahlt er hier wieder total. Also richtig klasse. Die Felgen sind so ein bisschen fickelinsch. Da muss man ganz schön viel mit dem Finger arbeiten, um die wirklich sauber zu kriegen. Aber es lohnt sich. Jetzt sieht er wieder richtig gut aus. Bislang nur ein ganz, ganz kleiner Steinschlag vorne und sonst gar keine Probleme. Ja, und die Öffnungen hier, ihr seht hier ganz viele Steinschläge beim Kühler, beim Wärmetauscher dahinter. Das ist natürlich nicht so gut, die rutschen hier alle durch und zum Putzen ist das auch nicht so pralle. Ne? Also ich habe damals bei meinem Mini vorne zweimal diesen Kondensator tauschen müssen. Ja, weswegen war ich in der Werkstatt? Wegen den Abstandssensoren. Ja? Die haben ja immer gepiept, das war ja das Problem. So, und was war jetzt die Lösung? Der Kennzeichenhalter. Und zwar hatte ich einen rahmenlosen Kennzeichenhalter, der so zwei Clips in der Mitte hatte. Ich zeige das hier nochmal im Foto. Und jetzt haben sie mir einen ganz schmalen, aber der ist 0,4 cm dichter dran. Und dadurch, dass die Parksensoren so dicht sind am Kennzeichen, macht das halt das aus. Und das heißt, die haben immer gestört und haben mir das ganze System quasi durcheinander gebracht und dann hat es abgeschaltet immer. Ne? Und mal wenn ich es angeschaltet hatte, dann war wieder das Problem. Das heißt, da war ein leichter Wasserfilm drauf. Dann gab es irgendwelche Reflexionen vom Kennzeichen und zack, hat es wieder einen Abstand detektiert, der eigentlich gar nicht da war. Nicht? Und über die Kamera wird das hier kontrolliert und dann schaltet er automatisch ab, dass da vorne gar nichts ist. Ne? Ja, das war das ganze Problem. Ich habe zwei Software-Updates auch bekommen in der Werkstatt. Ich kann euch die Nummer nicht nennen. Das eine war für das Hupen. Dieses Problem, nicht? Wenn der Wagen irgendeinen Fehler hat, dass er nicht diesen Fehler auf die App schickt, das zeige ich hier nochmal, wie das ist mit dem Fehler auf der App. Da hatte er ja bei mir extrem lange gehupt, ich konnte das auch nicht ausschalten, irgendwann hat er aufgehört und dafür gab es ein Update und das andere Update war für die Ladeelektronik. Da wusste der Meister aber auch nicht genau Bescheid, was die Details da waren. Der Meister selbst war sehr interessiert, muss ich sagen, also diesmal gutes Handling bei Fiat hier in Bremen. Also wirklich, ich habe auch viel mit ihm diskutiert, so übers Auto hin und her. Meine Erfahrung so ein bisschen mitgeteilt und er hat sich auch noch bemüht, Fragen zu beantworten. Das wollte ich jetzt mal eben vorlesen, was er geschrieben hatte, wo jetzt das Problem war. Und zwar hatte ich gefragt, wie das denn mit dem Thermal Management ist im Bereich Akku. So, und da gibt es hier natürlich ein Thermal Management, das heißt sowohl zum Kühlen wie auch zum Wärmen. Und er schreibt hier halt, er hat halt mit dem Support gesprochen, das heißt, im Schnitt wird der Akku zwischen 33 und 36 Grad gehalten. Ja, im Winter braucht er natürlich mehr Energie als jetzt im Sommer, aber das soll wohl sein.
Und bei einer Differenz zwischen Ein- und Ausgang vom Kühlsystem von 5 Grad wird dann wieder der Kreislauf aktiviert, dass das halt der Kühl- oder Wärmekreislauf, dass das dann zwischen 33 und 36 Grad gehalten wird. Zum Thema Rekuperation hatte ich ihm auch noch gefragt, weil dieses Auto ja die Anzeige immer volle Rekuperation hat, egal wie der Akkustand ist oder wie kalt es draußen ist. So, er sagte, nein, das wird auch vermindert. Auch bei 100% Akkuladung hat man nicht die volle Rekuperation. Da wird dann automatisch auf das hydraulische Bremssystem umgeschaltet. Das wirkt sich aber nicht auf die Displayanzeige aus. So scheint es jetzt sein. Also ich habe das jedenfalls nicht gesehen. Ich merke allerdings auch beim Fahren keinen Unterschied, ob ich nun wirklich rekuperiere oder bremse. Ich weiß nicht, ob dann die Bremse so sanft ist. Also ich merke da keinen Unterschied. Vielleicht merkt ihr einen. Schreibt mal unten rein in die Kommentare. So, und das war's. Also ich habe mich diesmal gut aufgehoben gefühlt in der Werkstatt. Alles wunderbar. Und als Tipp hatte er mir noch mitgegeben, schaltet das WLAN aus, weil der Wagen zieht sich wohl dann die Daten immer über LTE und dann bekommt ihr auch jedes Update mit. Über WLAN kann es wohl passieren, dass man nicht jedes Update mitbekommt. Ja, so sieht's aus. Ja, und was meint ihr vorne beim Frunk? Da könnte man doch noch so eine kleine Schale reindesignen, dann hat man doch mal eine kleine Ablage fürs Kabel. Hm? So eine. Da muss man nochmal als 3D-Druck-Zubehör-Shop so eine Kunststoffschale rein designen, bisschen festklippen mit diesen Clips und dann könnte man das Ladekabel da reinmachen. Ne? Dann braucht man das nicht hinten im Kofferraum tun, gerade bei dem kleinen Kofferraum hier. Na, vielleicht eine Idee für das nächste Geschäft. Also, bis zum nächsten Mal.